Präsidentin, werte Abgeordnete, Sexismus ist in unserer Gesellschaft ein verbreitetes Phänomen. Soweit dürften wir uns eigentlich alle noch einig sein. Ich meine, ganz sicher kann man sich nach dem Verlauf der heutigen Sitzung natürlich nicht sein. Viele, wenn nicht alle von uns, missbilligen oder verurteilen Sexismus. Aber schon bei der Frage, wie wir Sexismus definieren, wie wir Sexismus wahrnehmen, ob wir ihn überhaupt wahrnehmen und was wir als sexistisch wahrnehmen, dürfen wir uns ganz maßgeblich unterscheiden. Und zwar nicht nur nach politischer Couleur, nach rechts-links zum Beispiel, sondern durchaus auch nach Geschlecht und nach Generation. Vielleicht geht es denn nicht mehr ganz so jung hier genauso wie mir, wenn ich Serien oder Filme der 70er, 80er Jahre der BRD wiedersehe. Viele von den damals gängigen, nun ja, ich sag jetzt mal Altherrenwitzen, haben echt an Charme eingebüßt. Vieles von dem Verhalten, das zum Beispiel Tatortkommissare mal an den Tag legten, ist gar nicht mehr zu ertragen und wäre heute auch nicht mehr tragbar. Damals, vor ein paar Jahrzehnten, wirkte das irgendwie auf mich jedenfalls noch anders. Es hat also bereits ein gesellschaftlicher Wandel stattgefunden. Die asymmetrischen Machtstrukturen sind zwar noch da, ich betone gern nochmal, dass natürlich Frauen häufiger Sexismus ausgesetzt sind als Männer, aber das Gefälle Mann-Frau ist nicht mehr so stark ausgeprägt. Damit einhergehend sind wir offenbar insgesamt sensibler geworden gegenüber Herabwürdigungen aufgrund des Geschlechts oder gegenüber als Witz getarnten Versuchen, andere aufgrund ihres Geschlechts zu entmenschlichen oder zum Objekt zu machen. Vieles, was früheren Generationen noch als harmlos galt oder zu gelten hatte, Mädchen, stell dich nicht so an, habe ich noch im Kopf, fällt heute unter, geht gar nicht. Und das ist auch gut so. Die Ergebnisse der schon erwähnten Studie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zum Alltagssexismus vom letzten Jahr sind nichtsdestotrotz beunruhigend. 63% der befragten Frauen und immerhin auch 49% der befragten Männer haben bereits selbst oder gegenüber anderen Sexismus erlebt. Am häufigsten in Form von verbalen Übergriffen, aber auch als körperliche Übergriffigkeiten in schriftlicher Form oder in der Werbung. Aus diesen Ergebnissen ergibt sich für uns ein klarer Handlungsauftrag. Handlungsfelder, die sich anbieten, sind zum Beispiel diejenigen, von den Befragten der Studie am häufigsten genannt wurden. Dabei gibt es durchaus Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Männer nannten zum Beispiel häufiger den Bereich Arbeits- oder Ausbildungsplatz, öffentlicher Raum, Verkehrsmittel oder auch den Sportbereich. Also Bereiche, wo ihnen Sexismus widerfahren ist. Frauen nannten den öffentlichen Raum häufiger als das berufliche Umfeld und der private Raum hat eine weit größere Bedeutung in dem Kontext für sie als der Bereich des Sports. Wir ersuchen den Senat daher im Zuge der anstehenden Fortschreibung des gleichstellungspolitischen Rahmenprogramms Maßnahmen genau in diesen geeigneten Bereichen zu entwickeln gegen Sexismus. Werte Abgeordnete, manche Form des Sexismus wird immer noch als normal akzeptiert. So weichen insbesondere Männer, aber auch Frauen aus Selbstschutz in teilweise Unempfindlichkeit aus, um nicht als Opfer stigmatisiert zu werden oder dazustehen. Die Krux ist aber, dass auch alltägliche, weniger offensive Eingriffe in die Geschlechterwürde zu Verletzungen, die nachhaltig Spuren hinterlassen, führen, so die Studie. Ziel der Kampagne soll es daher sein, hier entgegenzuwirken und zu sensibilisieren. Vielen Dank.